Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zum 15. Teil meiner Minecraft-Serie, ja. Ich bin heute mal ein bisschen ausgeflogen, weil wir wollen ja, ich habe das beim letzten Mal schon mal erwähnt, da gibt es so einen Riesenbaum, so eine Art Tuba oder was auch immer das sein soll. Und da soll ja ein Dorf entstehen für die Villager. Und ja, da habe ich mich gerade mal angeschickt und will mal gucken, wie weit die Brüder sind. Zerlix ist dabei und Mario auch. Die sind schon schwer am Arbeiten. Da will ich mal gucken, wie es weitergegangen ist, beziehungsweise wie es weitergeht. Und wie ich mich eventuell behilflich zeigen kann. Mal gucken hier. Wo sind wir denn daheim? Ja, hier geht's doch Richtung Heim. Wo ist denn das jetzt? Ach, da. Okay. Gut. Ja, ach, guck mal hier. Haben sie schon Sträßchen außenrum gebaut? Das ist schon mal sehr schön. Mal gucken. Ja, was ist denn mit der dicken Fackel? Könnte mir mal trauen. Die dicke Fackel. Die Magnum-Fackel. Ich kenne nur Magnum-Eis. Magnum-Fackeln verhindert Spawn von Mobs auf 50 Blöcke. So, das Ding. Dann wollen wir aber weitermachen. Ich baue jetzt mal so eine Magnum-Fackel. So eine Magnum-Fackel. So einer von euch. Ich hoffe, ich habe da genug Material für. Bin mir jetzt nicht sicher. Oh, Zerlix, komm mal eine Etage höher. So. Bist du im Haus, oder? Ja. Tack, tack, tack. Wo bist du? Etage höher, wie? Und tack, 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 tack. Oder was, ne? Nee, ist gerade. Achso. Vergiss es, da kommt noch ein Dia dabei. Buh! Ich bin leider zu groß, um da unten reinzukommen. Fünf Dias, ne? Submit. Den Morph der Würm bekommen. So. Natürlich, ich hab mir auch getötet. Du wirst lachen, ich habe hier am Donnerstag und den habe ich nochmal spawnen lassen und habe ihn auch getötet. Ich wollte gucken, ob mir diesen Nessess da, der Drop da, ne? Ob man den auch analysieren kann in diesem Metagerät, das geht leider nicht. Heißt also, normales Holz habe ich, Eichenholz. Haben wir ja auch damit, ich habe ja eben mitgenommen. Gut. Das Schwefel und das Zeug kann weg. Das kann weg. Wolltest du ja vorbeikommen hier jetzt, Quattro, gell? Nicht, dass ich... Ja, Moment. Ja, gut, alles klar. Ich wollte nur noch mal fragen, nicht, dass ich hier... Ja, dann komme ich zu dir, ne? Ja, wenn ich... Ich schon sage, oder? Eieieiei. I'm on my way. So. Hast du Glowstone? Staub? Bitte hier auf jeden Fall. Weiß ja wo. Hast du hier oben keinen Auslass oder was? Doch hinten an der Küche. Also das fängt hier ganz schön an zu ruckeln hier beim... Bei dem Hermann hier. Glow. Zwei Stück. Brauche ich da nur. Ach guck mal, Pfeffer und Salz, wie schön. Das ist doch nice. Ich muss auch ein bisschen Deco-Craft machen. Das ist doch Deco-Craft, oder? Ja, alles Deco-Craft. Abhängender Fisch. Cool. Würste. Mhm. Da müssen wir uns noch eine schöne Küche... Ich bin zu fett, ich pass nicht durch die Tür. Ich bin zu fett, ich pass nicht durch die Tür. Ja, ist doch, also ehrlich, ja? Unglaublich. Wo kennen wir dich? So, jetzt nur noch die Frage, wie man mit dem Ding hier schafft. Was hast du denn? Was musst du denn machen? In welchen Schritt denn? Legst du die Glowstone rein und links den Trank. Ja. Und dann sollte das. Bist du sicher, dass das jetzt das Rezept ist?
So steht es da im Brauschrank. Hast du keinen normalen Brauschrank mehr? Doch, du hattest einen. Hier war doch irgendwo eine. Ich ja, der war, genau. Der ist jetzt in der Maschine da drin. Ich brauche für die Maschine. Ich bin ein wunderhübscher Schmetterling. Als Trank der Regeneration geht's, ne? Vermutlich braucht er gut. Warte, komm. Aber jetzt macht er was, jetzt macht er was. Moment. Das ist oben, oder? Trank? Ja, okay. Gib mir mal den anderen Trank. Rein tun müssen, ne? Tut's mal ganz oben rein. Ja, ja, ist schon richtig. Hab schon. Trank. Gib mir mal den zweiten. Schmeiß mal den zweiten rein. Hier, da hinten im Regal. Ich weiß nicht, welchen du brauchst hier. Da rechts im Regal sind irgendwelche, die ich gefunden habe. Halt. Das waren irgendwelche Drops, keine Ahnung. Gut, Trank der Regeneration 2. So, jetzt brauche ich noch. Wir sind noch hier als Schmetterling. Ich bin raus aus dem Spiel. Jetzt hast du mich verloren. Weg. Bitte? Jetzt bist du weg. Ja. Euer Raum hat das Spiel verlassen. Da bin ich mal kurz auf K. Hm. Shit, ich bin mir nicht sicher, was das für ein Holz sein soll. Da bin ich mir ganz und gar nicht sicher. Da werden verschiedene Hölzer angezeigt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtigen habe, weil eigentlich sollte das hier so korrekt sein, aber das will nicht. Bitte. Ab an einem anderen Tisch. Ja, ganz oben. Scheinbar, ja. Nee, warte mal. Das ist. Okay, ist das ein normale OED? Was ist, da steht doch OED. Rezept, was. Bin nicht sicher, ob das eine normale Werkbank ist. Ja, ich bin mir nicht sicher, was da für ein. Ich bin mir nicht sicher, was da für ein Holz rein muss. Nee, guck hier, wenn du QID. Guck mal, oben drüber steht doch QID-Rezept. Ne? Ja. Das ist keine normale Werkbank irgendwie. So, und wenn du QID, da oben gibt es irgendwie so ein Gerät. Guck das mal. Das wird mir wohl für Brau da. Jo. Oh. Okay. Hier, lass mich mal hier dran jetzt hier. Bau das mal schnell. Dann mach doch mal gerade dieses Ende infodierte Obsidian. Ja, Bausäge, ich bin schon dabei. Karte. Werkbank ist ja kein Thema, zweimal Enderaugen und diese, die am Muster wäre 1, 2, 3, 4, 5. Mit einem Mal gibt es 4. Plus, warte mal, 5, 6. Nee, warte mal, das ist verbranntes Quarz. Verbranntes Quarz, Quarzblock brennen. Okay, ich mach mal den Quarz. Hier stehen die ganzen Werkbankbänke hier gerade drauf. Guck, da lege ich jedes Rezept hier in eine, so eine Werkbank. Ich mach mal das Quarz, ja? Ja, so noch mal. Dann brauche ich, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich. 5 mal 9. Das Quarz? 45, submit. Ja. Also ich weiß nicht, was für ein Quarz du brauchst, aber das Ende importierte Obsidian habe ich. Ah ja, für den, du brauchst verbranntes Quarz für dieses Ding, für dieses Mittelteil da, für diesen diamantgeätzten Matrix. Habe ich noch gar nachgeguckt. Okay, da habe ich noch nachgeguckt. Da brauchst du zwar auch enderinfodiertes Obsidian einen, aber viermal verbranntes Quarz und das machst du aus Quarzblöcken, die gebrannt werden. Tja. Also irgendwie will es nicht funktionieren, was soll ich sagen hier? Irgendwie will es nicht funktionieren.
Ja, wir haben uns jetzt mal hier rausgemacht, weil irgendwie stand im Internet, dass das Ding quasi oben drüber gehängt werden soll, über die, also das ist jetzt hier quasi die Energiezelle und dann hier unten die Werkbank, diese OCD-Werkbank. Da muss man jetzt das Zeug hier reinlegen, inklusive der Trank muss da rüber. Und das Holz noch. Ja, was für ein Holz. Ich habe mittlerweile 100.000 Hölzer im Inventar. Aber eigentlich ist es, glaube ich, vollkommen scheißegal, weil diese Hölzer überall alle auftauchen. Ich weiß nur nicht, ob dies auch die gleichen sein sollen oder nicht die gleichen. Schauen wir mal. Aber es funktioniert nicht. Es scheint, dass es nicht die richtigen Tränke sind. Hast du dir die Tränke mal hier in der Werkbank angucken, Patron? Ich sag dir mal genau, was das für Tränke sein müssen. Ja? Das eine ist Trank der Regeneration. Ja? 3, 7, 3, 8, 2, 2, 5. Ja, genau. 22 Sekunden. Ja. Okay, Trank der Heilung 3, 7, 3, 8, 2, 2, 9. Direktheilung 2. Okay. Nee, das sind doch alle Nummern. Wo hast denn du jetzt geguckt? Du solltest in der Werkbank gucken. Achso. Trank der Regeneration 3738225. Das war richtig. Regeneration 2, 22 Sekunden. Und der andere ist der Trank der Heilung 3731681. Der ist anders. 3738229. Vielleicht sollten wir da nochmal einen herstellen. Vielleicht hängt es da irgendwie. Mit den her normal, warte mal. Was, warte mal, nee. Warte mal, aber hier ist doch noch eine drin. Quattro, guck mal her. Hier im Regal ist doch ein rechter. Rechte. Das ist doch der mit der richtigen Nummer, oder? Das ist den auch. Ich glaube, das war der, oder? 8229, 373, 8229. Okay? Das ist der. Dann mal. Ja. Wo ist denn das Ding jetzt? Ach, da hat er sich gefragt. Ne? Ah, so, und jetzt? Dauert es wohl, ne? Ja, ach ja, wenn okay. Du jetzt anguckst, die Werkbank, da überträgt er auch irgendwie Energie, ne? Moment dauern nur. Wird mir auch so ein Fackelbau, das glaubst du wohl. Ich habe nämlich gelesen, das gilt nicht für Mobspawner und verfluchte Erde irgendwie. Ah ja, okay. Kein Bock mehr, dass mir hier irgendwelche Viecher explodieren. Hier sind auch zwei Kühe tot, ich weiß nicht wie, warum. Und heute Mittag kam ich in die Werkstatt, ne? Und das Questboard, ne? Dieses Ding da weg. Und die ganzen Quests, 8 Stück unten auf dem Boden. Ja, meinst du, ein Enderman hat dir das Questboard abgebaut? Nö, das nicht, aber vielleicht ein Creeper in die Luft geflogen. Ja, das kann natürlich sein. Ja, ich sag ja eben gerade, ein Creeper wieder unten im Keller da verreckt. Aber nur wegen diesem blöden. Wenn der Schaden kriegt, dann scheinbar ist alles aus. Ich stell die Fackel unten rein oder was, hä? Oh. Oder wo soll ich die hinstellen? Gute Frage. Ist das höher wie 50 Stücke? Nee, gell? Hat das geklappt? Also ja, wir haben sie jetzt, ja. Heiltrank war die. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Falscher Heiltrank? Ein einziger Heiltrank, der hat eine falsche Nummer gehabt. Ja, es war zwar Heiltrank, Direktheilung 2, aber falsche Nummer. Ja, wohin stellen die Fackel? Ja, ich würde sagen, warte mal. Oben irgendwo hin. Guck mal, hier, wo ich gerade in der Luft bin. Wie viele Blöcke geht das? 50. Hier irgendwo an der Kreuzung hier, hä? Bau wie mir wolle, oder?
statt die hier. Mario hat nämlich schon gesagt, hier ist eine schöne freie Fläche eigentlich. Hier kann man schon Felder oder was weiß ich anbauen. Sorry, wollte den da treffen. So, die steht. Da ist sie. Die fette. Ja, okay. Ja, die kann man ja noch auf dem Block oder sowas stellen, was Feines machen. Sehr unscheinbar. Ich dachte, jetzt käme hier sowas weiß ich, irgendwie so eine große Blase oder so, irgendwas Spektakuläres, ja. Aber stattdessen ist einfach nur Ruhe. Ich weiß, ob das wirklich klappt jetzt, ob hier noch Monster spawnen. Kurze Aufgabe. Ja, Mario. Kannst du mir mal... Ach, der hat ja eine Tür, guck mal. Und ob das auch für die Mod-Dinger zählt. Der hat ja eine Tür, der Mario. Gibt's das? Es ist zwar kein Weg. Ah, komm, dein uralt Video wieder. Ich habe auch auf der anderen Seite eine Tür, wo man nicht durchs Wasser muss. Da ist doch ein Hundi. Hab doch ein Hundi gehört. Schön, ne? Sehr schön. Um nicht zu sagen, ja, fantastisch. Ja, toll. Was habt ihr denn gemacht? Was findest du toll? Fantastisch. Ich guck mir gerade dem Mario sein Gefängnis an. So, nein, ja. Lager. Hey, sehr schön. Hast du das auch mit Leitungen gemacht? Nein. Alles noch per Hand, oder was? Alles per Hand. So richtig per Hand raussuchen? Hier sind die Hundis. Hallo, gut. Einer reicht nicht, oder was? Nee, vier müssen sein. Vier ist schon mal nicht schlecht, um Gottes Willen. Sehr schön. Sehr schön. Tja, ich würde sagen, Freunde, wir setzen uns hier mal zum Bierchen und dann, ja, lasst uns die 15. Folge beschließen, ja. Es war schön, dass ihr zugeschaut habt, wie immer. Und es wäre extrem schön, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut.